Das Wort hält jetzt Herr Jarche für die FDP für noch 3 Minuten. Dann erreichen wir das Ende der Aktuellen Stunde. Herr Präsident, das trifft immer mich, das ist ungerecht. Meine Damen und Herren, ich glaube auch, ich kann das in 3 Minuten erledigen, dieses Thema. Ich würde mich bemühen, einfach mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Ich glaube, das ist eben ein bisschen verloren gegangen. Die Aktualität dieser Anmeldung erschließt sich uns nicht unbedingt. Stellen wir doch fest, die Demonstration der AfD hat stattgefunden. Sie hat nicht auf der Route stattgefunden, wie Sie das gewünscht hätten. Und Sie reklamieren, dass die Polizei nicht ausreichend dort war. Wenn das alles so war, dann wäre das eher ein Thema für eine Selbstbefassung des Innenausschusses als für die Aktuelle Stunde, meine Damen und Herren. Eine Aktualität hätte dieses Thema nach dem 12. September durchaus gehabt aus unserer Sicht, weil damals gewaltbereite Gegendemonstranten mit der Androhung von Selbstjustiz faktisch über die Zulässigkeit einer Demonstration entschieden haben und den Senat dazu gebracht haben, zu beantragen, dass die nicht genehmigt wird. Das wäre ein Thema gewesen und das hat ja auch Gerichte beschäftigt und die Gerichte haben deutlich gemacht, dass dies nur in einem Ausnahmefall damals, dass man diesen Weg mitgegangen ist. Und das wird auch nicht wieder passieren. Dass die AfD dieses Thema jetzt aber vor dem Hintergrund des vorletzten Wochenendes in die Aktualität zu hieven versucht, erscheint uns als ein untauglicher Versuch. Natürlich gibt es die Verpflichtung der Behörden zur Durchsetzung des Versammlungsrechts, auch das der AfD, um das ganz deutlich zu sagen. Aber es gilt auch hier, wie bei allen staatlichen Handeln, das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Daher kann ein Versammlungsveranstalter üblicherweise keinen Anspruch auf eine ganz bestimmte Route geltend machen, wenn deren Durchsetzung mit unverhältnismäßigem Einsatz von Zwangsmitteln verbunden ist. Ich glaube, das kennen wir alle und so war es auch dort. Eine zumutbare Alternativroute in relevanter Nähe zur angemeldeten Route kann angeordnet werden und ist dann auch anzunehmen. Wenn das nicht ist, dann geht es eben anders. Der AfD geht es aber hier offenbar eher um die eigene Inszenierung als um eine rechtsstaatliche Durchsetzung des Versammlungsrechts mit verhältnismäßigen Mitteln. Die sicherlich verständlichere Enttäuschung über die zum Glück aus meiner Sicht sehr geringe Resonanz Ihres Demoaufrufes können Sie hier aber nicht dadurch abhelfen, dass Sie das hier als Thema einer Aktuellen Stunde anmelden. Das halte ich nicht für sinnvoll. Erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort. Ich habe die mediale Berichterstattung von Ihrer Demo gesehen. Dort versuchte ein Hamburg-NDR-Reporter von einem Demonstrationsteilnehmer, ihm einige Fragen zu stellen. Dieser Demonstrationsteilnehmer war durchaus bereit, diese Fragen zu beantworten, wurde aber immer wieder von einem Ordner zur Seite genommen und wurde ihm gesagt, keine Antworten. Er hat es wieder versucht, der Mann war wieder bereit, es zu tun, der Ordner kam wieder. Lieber Herr Dr. Baumann, Demonstrationsrecht hat auch was mit Meinungsfreiheit zu tun. Meine Redezeit ist zu Ende. Ich bedanke mich. Vielen Dank.